Worauf ich mich im nächsten Jahr ganz besonders freue, ist unser Projekt auf dem Nürburgring. Gemeinsam mit WS Racing und GT Tires werden wir auf dem Nürburgring mit einem reinen Damenteam an den Start gehen. Das heißt, nicht nur alle Fahrerinnen, sondern Teamchefin, Mechanikerin, Organisation, Ingenieure, alles Frauen. Auf dieses Projekt freue ich mich sehr und jetzt werde ich euch die ersten Teammitglieder mal vorstellen. Ich bin die Tamara, ich bin 22 Jahre alt und ich bin dieses Jahr als Ingenieurin im Gauss-Team dabei. Hi, ich bin die Tatjana, ich bin 19 Jahre alt und ich studiere Technologiemanagement an der Universität Stuttgart. Und deshalb werde ich dieses Jahr am Nürburgring als Mechanikerin und Ingenieurin im Gauss-Team mitwirken. Hallo, ich bin Sarah, ich betreibe seit meiner Kindheit Motorsport und ja, ich hoffe, wir rocken den Ring. Hallo, ich bin Chiara, 21 Jahre alt und bin Kfz-Mechatronikerin. Ich werde vor allem von technischer Seite mein Bestes zu unserem Projekt Girls Only beisteuern. Hallo, ich bin Sina und ich bin 23 Jahre alt. Amandine und 29 Jahre alt. Und wir kommen beide von dem Reifenhersteller GT Tire und sind der Hauptpartner oder Hauptsponsor von dem Girls Only Projekt. Hallo, my name is Theresa Wilkinson. I'm 52 years old and I'm very happy to be part of this Girls Only Project. Hallo, mein Name ist Petra Thaller. Ich bin die Pressereferentin dieses weltweit ersten Damenrennteams. Ja, Mädels, Sie haben sich wahrscheinlich gedacht, Sie nehmen sich da so ein bisschen die Ältere, ja? Weil die hat ein bisschen Erfahrung und notfalls kann man sich dann auch mal ankuscheln, wenn irgendwas ist. Hallo, ich bin die Nicole, ich bin 39 Jahre alt und bin die Mitgründerin des Teams Girls Only. Ja, nun bin ich die Teammanagerin des Teams, freue mich unheimlich auf das, was noch kommt. So, ich hoffe, ich konnte euch einen besseren Eindruck in unser Team Girls Only verschaffen. Aktuell suchen wir noch Leute, also falls ihr Lust habt und Motorsport interessiert seid, dann bewerbt euch gerne. Und ja, bitte vergesst nicht, mein Video am 2.